Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Toll. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur Danke. Dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Hey. Ja. Verstanden. Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Danke. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst, aber guter Wille allein reicht hier nicht zum Überleben. Dann nicht. Puh. Arschies. Hey! Oh, hallo. Hallo. Ich will zu dem Grab da oben, wenn das das Grab ist. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Okay. Ab diesem Punkt Drahtseil. Och man. Okay, dann darf ich halt nicht das optionale Grab erkunden. Um irgendwas Cooles zu bekommen. Mann. Ich grüße Sie. Ja, ich dich nicht. War nicht so gemeint, ich grüße dich auch. Gut. So, was soll ich jetzt machen? Ich soll oben Leuchtfeuer entzünden, ne? Gleich. Kann ich hier Munition mitnehmen? Oder bin ich voll? Nein, kann ich. Okay. Sehr gut. Hier ist noch was. Dein Ernst? Hühner. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Danke. Trinitys Anwesenheit, die Leute, die darunter leiden, das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein, denk nicht so, Lara, sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihm zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. So geil ist der ja nicht, ne? Der alte Hornbogen. Upgraden wir mal das hier. Ja. Öl. Okay. Wow, man kann auch Öl bekommen. Frank. Okay. Lag das erstmal eiskalt auf dem Boden, ey. Da könnte ich natürlich hoch, warte mal. Yeah. Okay. Oder auch einfach so. Neues Relikt. Nice. Eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? Sieht so aus, ne? Eigentlich sieht's echt so aus.
Ah, ist auch auf die Idee zu kommen, ey. Auch nicht schlecht. Hey. Der Einzige, der nicht mit mir redet. Was ein Arsch. Boah, nee. Monolith entdeckt? Was ist denn ein Monolith? Ruhe. Krypta-Eingang, alles klar. Überlebensversteck, Basislage, Überlebensversteck. Da ist eine Truhe, wenn ich hier weiter geradeaus gehe. Da, ich hab sie gesehen, okay. Schwere Pistole, oh nett. Und hier ist Krypta-Eingang, ne? Ja. Sieht so aus. Das ist ein optionales Grab? Nee. Oh doch. Möglicherweise doch. Bam. Alter. Wo sind wir hier, Mann? Ich meine, huh. Männlich und so. Männlich. Also auf Erze. Erze brauchen wir nicht. Kann ich von hier aus an Seil springen? Ist das dein Ernte? Oder auch nicht? Jetzt, hä? Was? Okay. Gucken wir uns erstmal weiter hier unten um. Alter, wo sind wir hier, Mann? Echt jetzt? Hab ich eben schon gesagt, ne? Moment, irgendwie kommt mir das hier mega bekannt vor. Aber übel bekannt. Hä? Waren wir hier schon mal? Aurora, die Ärztin. Ha. Unser Griechisch ist halt so hochgelevelt mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wirklich hoch ist oder nicht, aber kommt mal so vor. Der Weg nach Gitesh war lang und hart. Schwäche, Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige, die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Gitesh überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. Okay. Ich hab grad nach Trinken geguckt und dann beim wieder auf den Bildschirm gucken und Arm wieder hochheben, bin ich an meine Tischkante mit so einer Wunde gekommen. Mit dieser Wunde, Alter. Oh, es sieht nicht so schlimm aus, aber es tut höllisch weh, weil es komplett offen ist alles. Oh. Dann mit der Tischkante halt einfach exakt rein. Mann. Das ist ein Grab. Hat sagt, interessante Orte entdecken. Oder einen interessanten Ort entdeckt. Gibt's hier irgendwas Cooles noch? Irgendwie nicht so. Nee. Hey. Antiker Bogen! 3 von 4! Oh, ich will diesen antiken Bogen haben! Ich will ihn! Vielleicht finden wir hier ja noch das 5. Teil. Was ist das hier? Kann man hier... Aber da ist Öl! Ich will das haben! Aber ich kann's nicht haben. Das ist schon cool. Aber okay, wie es aussieht, gibt es in diesem Krypt... Oh, warte, war ich hier? Nee, ne? Oder komme ich von hier? Komme ich von hier? Ich glaube, ich komme von hier. Also in diesen Krypto-Städten, sag ich mal, gibt es... Nee, ich komme nicht von hier, oder? Doch, durch. Gibt es immer diese antiken Bogen-Upgrades oder Teile, glaube ich jetzt mal. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen, irgendwie.
Oh, ich hoffe, vor Beendigung des Let's Plays finden wir noch den kompletten antiken Bogen, ey. Klingt halt nach einer übel starken Waffe. Oh, wäre das cool. Das wäre echt cool. Ich würde mich voll freuen. Yeah. Ich klinge wahrscheinlich total überzeugend, ne? Ach man. Nein, es wäre wirklich geil. Es wäre echt geil. So, wo muss ich hin? Dahin, okay. Aha. Ah. Zack. Zack. Und zack. Bin ich irgendwie der Einzige, der das schaffen kann. Der, die, das Einzige. Huh. Kletter rüber. Kletter einfach. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Schon hoch, ne? Okay. Ich glaube, Lara ist die Einzige, die das schaffen kann. Ich glaube, sonst würde sich das einfach kein Arsch trauen irgendwie. Okay, da gehe ich später runter, glaube ich. Erstmal komplett hier hoch. Alter! Ohne Witz. Hä? Sind wir ganz oben? Nee, noch nicht, oder? Nee, noch nicht. Okay. Alter, Vater! Beeil dich! Nein! Ist das dein... Oh, ich hab zu früh... Ich bin zu früh abgesprungen. Aber ich fange nicht ganz unten neu an. Ich gehe jetzt runter. Ich kann... Okay, ich gehe nicht runter. Nein, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Und das Ganze nochmal. Yeah. Aha. Wop, wop. Aha. Yeah. Wow. Yeah. Huh? Okay. Hoch, genau. Huh? E drücken. Oh, nicht E drücken. Okay. Diesmal musste ich kein E drücken. Ist das denn ernst? Okay. Zack, zack. Ich hatte eben zu spät E gedrückt. Bin nicht zu früh abgesprungen, sondern zu spät E gedrückt. Okay. Gut zu wissen. Feuerpfeile. Und... Ah, jetzt kann ich das Öl einsammeln. Okay. Eins, okay. Eins drücken wir im Gefecht, um Feuerpfeile herzustellen. Alles klar, interessant. Alter, wie hoch muss Lara denn noch klettern, Mann? Hä? Hä? Warum, ich meine, im Real Life, du würdest dich das niemals trauen. Niemals. Einfach nur, weil... Da hast du keine weitere Chance, wenn du irgendwie runterfällst oder so. Nein, dann bist du tot. Dann bist du einfach tot. Ach so. Ah. Ach so, ich soll das anzünden. Oh. Danke, Lara. Unsere Leute sind. Kein Ding. Es gibt ihnen Zeit für die Evakuierung. Wir treffen uns oben im Dorf. Ich sammle unsere Truppen hier. Okay. Der sichere Weg freigeschalten, okay. Freigeschaltet. Jetzt wäre es halt mal übel interessant zu erfahren, ob ich erstens irgendwie wieder hier runterkommen kann? Ja, könnte ich, okay. Eigentlich nein! Dein Ernst. Sonst fällt er aber nie runter, sondern hält sich irgendwie fest, ne? Aber da. Okay.
Nein, ob ich, diese Dornenbüsche abbrennen kann. Okay, ich muss da unten nochmal hin. Kann das nämlich abwackeln. Aber wie es scheint, gibt es da nur Munition. Also lass ich's, oder? Ja. Was haben wir hier eigentlich? Mission verfügbar? Das haben wir schon gemacht. Münzversteck. Oh, lol. Sollten wir öfter mal die Karte angucken, ne? Dokument. Ich habe da oben Dokumente übersehen und da auch. Ne, das sind die bei. Hier ist ein Krypta-Eingang. Das habe ich schon gemacht, oder? Ja, ich glaube, das ist das, was ich gemacht habe. Nee, das ist das hier. Nee, da kam ich nicht ran. Genau. Dann ist das das, was ich gemacht habe. Und hier ist noch... Oh mein Gott. Ich muss zu diesem Krypt... Kann ich nicht... Ich kann doch markieren, ne? Wegweise setzen, genau. Genau. Ah! Geil. Über Münzversteck. Da. Okay, ich glaube, ich gehe erst zu diesem Krypta-Eingang zurück und danach zu Jacob. Hey. Oder ist das das Grab, was ich schon hatte? Oder ist es das, wo ich nicht weiterkam? Das wird das sein, wo ich nicht weiterkam, ne? Ja, okay, gut. Dann hat sich das erledigt. Dann hat sich das erledigt. Dann muss ich das nicht nochmal machen. Aber ich kann nochmal hier unten gucken jetzt. Weil hier unten war ja ein Platz mit den Dornbüschen, ne? Kann ich da mal gucken, ob ich die jetzt kaputt hauen kann. Also verbrennen kann, abwackeln kann. Ich habe keine Pfeile mehr. Habe ich kein Öl mehr? Ach bloß, ich habe kein Öl mehr. What? Ist ja uncool. Also kann man nur mit einem... Wow. Okay, da komme ich nicht rein. Och man. Okay, wo muss ich hin? Dort oben, okay. Das kriege ich hin. Nachdem ich mich ans Grab gesetzt habe. Ans Lagerfeuer gesetzt habe. Mann! Habe ich echt kein Öl mehr? Warte, ich kann Waffen ab... Oh! Nachladegeschwindigkeit ist nett. Nehme ich gern. Nehme ich gerne. Munition! Ach, ich kann die nur hier herstellen. Okay. Dann versuche ich das jetzt nochmal. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen Zeit verschwendet, aber egal. Aber egal, das ist es mir wert. Nee, scheint nicht so. Nee. Ist das hier das Grab? Nee. Da ist noch eine Höhle. Oder ist es jetzt doch die Höhle, in die ich reingegangen bin? Ja. Wow. Oder ist hier unten noch eine? Oh, warte mal. Nee.
Ja, ich gehe ja schon raus. Okay, unten war jetzt, wie es aussieht, gar nichts einfach. Alles klar. Ich habe jetzt jedenfalls irgendwie, keine Ahnung, irgendwas erwartet. Irgendwas Kleines. Aber gut, dann nicht. Ja, ich habe das Grab schon gefunden. Glaube ich. Ja, ich denke mal, das ist das da hinten, aber da komme ich noch nicht weiter. Weil, hab kein Draht. Drahtseil. Aber gut. Gehen wir zu Jacob, ja. Ich werde gerade überlegen, ob ich die Aufnahmesession beende. Aber irgendwie habe ich noch Bock, einen weiteren Part zu machen. Kann man sich schon mal gönnen, würde ich sagen. Ach hier, nein! Oh. Ich hasse es. Lara soll einfach nur hochspringen, aber sie springt zur Seite, weil sie gerade zur Seite geklettert ist. Das ist so dumm. Irgendwie. Mann, ich drück doch Pfeiltaste, also W nach oben. Pfeiltaste nach oben, ja klar.